Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück ich denke, Jahresabschluss wird es schon sein. Dann geht es auch schon in die Vorbereitung und vielleicht auch das erste Spiel im Februar. Ich habe einiges vor heute. Wir gehen direkt rein gegen Last, nachdem wir erstmal unsere Mannschaft angeschaut haben. Wie sieht das da aus? Da sieht alles sehr gut aus. Elchevi ist wieder gut in Form. Ja, Penz auch. Und der Geierhofer ist halt noch verletzt, fehlt gegen Last. Aber gegen Bergamo ist er wieder da. Ich bin gespannt, wie es hier jetzt weitergeht. Wir müssen jetzt erstmal gegen Last unsere wieder Performance, wie ich so gerne sage, auf den Platz bringen und weiterhin ungeschlagen bleiben. Das heißt ungeschlagen. Eine Niederlage haben wir. Gregoritsch auf jeden Fall wieder mit dem 1:0. Der macht seine Dinger aktuell, wie er will. Und das unterstreicht diese Aussage nochmal. 2:0 von Gregoritsch in der 15. Und es geht wieder sehr gut los für uns. Es geht wieder sehr, sehr gut los für uns. Und das ist auch Folge Nummer 3. Gregoritsch mit dem Dreierpack. Als ich sage Folge Nummer 3 von meiner Vorbereitung für den Urlaub-Folge. Die erste kommt ja morgen am 27.07. Und die letzte kommt am 17.08. ungefähr. 4 Folgen werde ich vorbereiten. Das heißt, 4 Folgen kann ich nicht auf eure Kommentare eingehen. Wenn ihr mir was schreibt, werde ich erst in der 5. Folge quasi drauf eingehen sollen, gehen, also Mitte August, erst wieder Gegrisch mit dem Viererpack einfach zur Halbzeit. Was ist los mit dem Jungen? Was ist los mit dem Jungen? Also da kann man sich ja gar nicht beschweren. So haben wir uns das natürlich vorgestellt. Viererpack einfach Gegrisch, läuft hart bei dir. G, würde ich jetzt schon sagen. Wenn du nicht Spieler des Spiels bist, weiß ich nicht weiter. Du schießt dich hier einfach gerade an die Spitze der Torschützen, würde ich sagen. Einfach mal eiskalt. Würde ich das behaupten. So, wie sieht's aus? 65. Für Gregoritsch mit dem Fünferpack, okay. Schöpf kommt rein. Abe kommt rein. Pinamonti kommt rein. Lubicic macht so. Elchevi kommt so. Und dann machen wir Ullmann da hinten hin. Und dann sind wir durch mit unserem Wechseln. Gregoritsch einfach Fünferpack ist unglaublich. Dieser Spieler ist in diesem Spiel gerade unglaublich. Der macht Last gerade auseinandernehmen. Wir kassieren nochmal das 1:5 von Karamoko, der erstmal das Gregoritsch nicht getroffen hat. Krass. Krass. Mit einem Fünferpack einfach. Verscheren macht nochmal das 6:1. Der erste andere Torschütze von uns. Gregoritsch ist schon am Ende seiner Kräfte von der Frische her. Aber das ist ja nicht so schlimm. Wir gewinnen 6:1 gegen Lask. Und Gregoritsch mit Fünferpock ist unglaublich. Also ist auch Spieler des Spiels natürlich. Wir gucken uns die anderen Ergebnisse an. Sturm Graz spielt 4:0 gegen Alltag. Austria Wien 3:0 gegen Grazer AK. Salzburg verliert 0:1 gegen Admira. Hartberg 1:1 gegen Ried. Und Wolfsberg hat 0:2 gegen Tirol. Und damit sind wir jetzt 11 Punkte vor dem zweiten. Also diese Meisterschaft wird uns wahrscheinlich so gerade keiner mehr nehmen. Aber es sieht sehr, sehr gut aus. Spieltagsstatistik schauen wir uns mal an. Gregoritsch, Verscheren, Lubicic und Ullmann sind in der 11. Spieltag. Und Gregoritsch ist nicht Spieler des Tages, sondern Verscheren. Und Gregoritsch hat heute 5 von seinen 16 Saisontoren geschossen. GG. Wie sieht es dann eigentlich aus? So, er ist momentan auch hier. Er wird Torschützenkönig anscheinend. GG auf jeden Fall. Jetzt geht's ins entscheidende Gruppensiegerspiel in der Europa League gegen Atalanta. Ja, wir sind von der Mannschaft sehr, sehr gut in Form, besonders Gregoritsch aktuell. Und ich hoffe, dass wir hier zu Hause das Unentschieden machen können, mindestens. Aber ein Sieg wäre natürlich besser, um zu unterstreichen, dass wir den Titel wollen in der Europa League. Als Gruppenerster wäre natürlich nice, die Gruppe zu beenden, da wir das einzige Spiel, was wir verloren haben, gegen Atalanta war. Können wir uns hier nochmal durchsetzen. Aber nein, guck mal, das macht auf jeden Fall das 1:0. Pessina macht das 2:0. Irgendwie gefühlt, sobald wir gegen Mannschaften aus höheren Ligen spielen, da wird es immer schwierig gegen uns. Sie sind halt nicht so viel stärker, ne? Sie sind halt wirklich nicht so viel stärker und wir haben eine 5. Pinamonti kommt rein, Lubicic, Miet kommt rein und so gehen wir dann erstmal in das Spiel, halte Ansprache. Ich weiß, dass ihr das besser könnt, auf jeden Fall. 3 Wechsel habe ich noch. Wir schauen mal, wie es hier weitergeht. Können wir hier vielleicht nochmal rankommen oder wird es genauso wie das letzte Mal sein? Ja, bis jetzt wie das letzte Mal. 1:2 auf jeden Fall von Onath. Ikore aber ja, und da kommt das 3:1. Es wird also 1:1 momentan wie das letzte Mal. Schöpf kommt jetzt nochmal für Onath rein. Und Chevy kommt für Ullmann rein.
Ich denke, das war es, dass wir hier noch rankommen. Würde an ein Wunder gleichen, da Atalanta uns nicht wirklich ans Spiel kommen lässt. Ja, 80. Die letzten Schussminuten fangen gerade an. Wir gehen da nochmal mit nur eine gelbe Karte für Verscheren. Das war's. Wir verlieren 3-1 und sind damit Gruppenzweiter. Aber wir sind weiter. 4-7 Chancen, ausgeglichenes Spiel. Das ist schon mal gut. Pessina, der Sack hat uns an die Wand gespielt, aber ist ja klar, weil sie sind halt stärker, ne? Und das ist halt, sobald die Mannschaftsgegner stärker sind, spielen wir irgendwie katastrophal gegen die. Ich weiß es nicht warum. Wir gucken mal die anderen Ergebnisse an. Wir sind damit Zweiter. Die Atalanta kommt weiter und Genk in die Conference League. Gruppe A. Gladbach kommt weiter, Spartak Moskau, Benfica und Frankfurt, Leicester und Sporting Braga, dann wir, Young Boys und Valencia. Olympic und Sturm Graz ist weiter und Chelsea und Viktoria Pilsen. Also gehen wir jetzt in die nächste Runde. Wen kriegen wir im 16. Finale der Europa League? Wir sind auf jeden Fall eine Runde weiter und das ist schon mal das Wichtige. Wir sind eine Runde weiter. Ich bin echt gespannt, wen wir kriegen. Beschickt das. Und wir machen das jetzt auch langsam. Diese Europa League Runde, Europa und Champions League werden wir langsam auslosen lassen. Das ist nicht so wie der Pokal. Weil ich echt gespannt bin. Leipzig zu Hause, das wäre natürlich jetzt nur ein Ding, ne? Gott sei Dank nicht wir, weil anstatt Salzburg-Leipzig hätte ich auch keinen Bock drauf. Dann Zenit-St. Petersburg. Gegen die russischen Mannschaften haben wir auch nicht so gute Spiele gemacht. Die müssen gegen Frankfurt. Also aus meiner Sicht werden, glaube ich, Viktoria Pilsen, Royal Antwerpen und Hers of Midlothian, oder wie es ausgesprochen wird, die besten Gegner. Arsenal muss gegen Spartak ran. Okay, stark. Wann kommen wir? Royal Antwerpen, das wäre natürlich jetzt der Gegner für uns, wo ich denke, dass wir noch eine Runde weiterkommen würden. Und wir kriegen ihn. Wir kriegen Royal Antwerpen. Stark, stark, stark. Das ist ein echter Kracher, sagen sie. Bin ich mal gespannt. Wie sind eure Stärke? 839. Okay, die sind gleich stark. Die sind Viktoria Pilsen wäre da, glaube ich, besser gewesen. Aber. Wir wissen ja auch nicht, wie die Mannschaften jetzt aussehen. Wir sind ja mittlerweile in der 4. Saison. Die haben sich ja alle verändert, ne? Man kann ja alleine schon in der Premier League sieht man das ja, dass wenn man halt da guckt, da ist irgendwie so eine Mannschaft drin, muss ich gleich mal schauen. Wir sind jetzt auf jeden Fall erstmal kurz vor dem Spiel gegen Alltag am 15.12. Da will ich jetzt erstmal hingehen, kommt schon. Geht das jetzt nicht schneller? Natürlich nicht, jetzt weil ich dachte, okay, das ist bestimmt schnell beendet, brauchen die 100 Jahre hierfür oder was. So, gehen wir mal hin, Statistiken. England. West Bromwich, Preston North, Aufsteiger, Historie, die waren einfach 2015, die waren die ganze Zeit zweite Liga, 13., 13., 7. und dann 2024 sind sie einfach Zweiter geworden in der zweiten Liga und aufgestiegen. So generell, man kann sich ja mal die erste Liga hier angucken, Chelsea, Liverpool, Arsenal Pokalsieger, Manchester City Meister, ja. Dann haben wir Leeds, Tottenham, West Bromwich, Albion, Aston Villa, West Ham, Wolverhampton, Norwich, Newcastle, Brighton, Preston, Crystal, Sheffield und Burnley. So, ist denn hier in Frankreich irgendwas Besonderes? Toulouse, Stade Reims, Stade Brest, FC Metz, Lorient, auch nicht wirklich. Wo ich sage, ja, das ist krass, dass die da sind. Italien, Serie A. Haben wir Perugia. Die kenne ich zum Beispiel nicht. Historia. Ja, die ganze Zeit Liga 2. Haben die rumgedümpelt und auf einmal sind die Zweiter geworden. Dann haben sie klasse gehalten, sogar noch stark. Dann haben wir ja, die nächste große Liga, Spanien. Barca Meister, Real Pokalsieger, okay, man kennt's. Huesca, ne, da ist nichts Besonderes. Da sind gefühlt die immer auf- und absteigen, sind dabei, ja. Und dann noch zu guter Letzt würde ich sagen, die deutsche Liga. Die interessiert mich natürlich auch. Was haben wir da? Meister ist Leverkusen geworden. Stark. Bayern Pokalsieger. Dann haben wir Dortmund, Hamburg, Wolfsburg, Stuttgart, Nürnberg, Augsburg, Kräuter. Ne, ist auch eigentlich. Kräuter Fürth kommt auch immer wieder hoch. Das ist auch noch im Rahmen. Wie sieht es in der zweiten Liga aus? Weil die kennen wir ja. Saarbrücken einfach. Zweite Liga. Dann Ingolstadt, Regensburg und dann zu guter Letzt die dritte Liga. Was haben wir da? Bielefeld, Absteiger, Herr Kiel, Aue. Sandhausen, Kickers Offenbach, Victoria, Cottbus ist hier wieder in einem Profigeschäft. Okay, nice. Wolfweiß Essen hat sich hier auch etabliert. Stark, Duisburg und dann hier die zweiten Mannschaften, Waldhof Mannheim. Auch nicht wirklich dabei, aber immer noch dritte Liga.
So, dann gehen wir rein. Gegen Altach, die Mannschaft steht. Jeboa ist nicht wirklich in Form. Pinamonti kommt von Anfang an rein. Onas ist auch besser in Form, aber auch nicht wirklich viel. Deswegen packe ich Onas Schöpf von Anfang an rein. Leiner, Lazaru darf starten gegen Altach. Und Geierhofer ist wieder fit. Das ist schon mal wichtig. Geierhofer ist wieder fit. Hinteregger darf auf die Bank. Elchevi, ja, lasse ich erstmal so. Wiegand, ja, ist ja auf der Liste für die Wechsel. Und dann gehen wir rein in das Spiel. So, gegen Altach. Hinspiel war 1-1. Heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegeben. Wir sind schon bei den Rückspielen. Ich bin mal gespannt, wie das hier läuft. 18. Spieltag. Egoic, hast du Bock? Hast du Bock? Wäre cool, wenn du wieder kommen würdest hier. Mit deinen Törchen. Würde ich mit leben können. Aber bis jetzt die ersten 25 Minuten, wie es aussieht, ist eher ruhiger. Das geht die erste ganze Hälfte, so 30 Minuten sind gespielt. So passiert nichts, bis auf gelbe Karten für Alltag. Für die Gastgeber. Und ja, wir gehen schon in die Schlussphase. Und wahrscheinlich wird das hier auch gleich 0-0 abgepfiffen, die erste Halbzeit. Und da ist auch der Halbzeitpfiff. Ja. Also, unsere Spieler sind angeschlagen. Wir können natürlich nur die Spielergespräche den Assistenten übergeben. Wir wollen hier natürlich gewinnen. Deswegen überlassen wir das den Assistenten. Ne, deswegen sagen wir, dass wir Assistenten wollen. Und dann kommt Gregoritsch. Dann kommt Gregoritsch mit seinem 1-0. Der Junge ist so wichtig. Aber wir kassieren auch direkt von Inis Safin das 1-1. Christian Witzig mit der... Ja, das fand er witzig. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht in Wortspiele. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht vor... Übel. Perisic mit dem 2-1 nochmal zur Führung. Dann gehen wir in der 69. nochmal rein hier. Gucken, Schöpf und Nass kommt rein. Perisic spielt ein gutes Spiel. Verschere braucht eine Pause. Frische bedingt. Dann Ullmann kriegt eine Pause. Ja, der bleibt. Jeboa kommt rein für Gregoritsch, weil der einfach nur eine frische Pause braucht. Und einen Wechsel behalte ich noch und dann können wir wahrscheinlich Leiner oder Abe reinbringen. Mal schauen. Mal schauen und wie es aussieht, wird es aber gegen die 78. Minute. Vielleicht bringt er ja doch noch was hier so gegen Ende. Macht den Deckel nochmal zu, wie er es öfter macht für uns. Aber nein, wir kassieren in der 88. das 2-2 und wir verkacken seit langem mal wieder ein Spiel. Ja, da ist der Schlusspfiff. Wir verkacken seit langem mal wieder ein Spiel. Wir gucken uns die Statistiken an. 4-9 Chancen. Wir waren besser, aber machen sie einfach nicht rein, ne? Aber wenigstens Gregoritsch mit seinem Tor, das ist schon mal das Wichtigste. Ergebnisse Salzburg 7-0. Die sind einfach rangekommen jetzt, ne, durch das 7-0. Gegen Austria Wien. LASK 1-0 gegen Wolfsberg. Tirol 2-1 gegen Ried. Graz AK 0-0 gegen Sturm Graz. Und Admira 2-0 gegen Hartberg. Ja, jetzt sind sie wieder nur 9 Punkte von uns entfernt, weil wir nur unentschieden gespielt haben. Aber was soll's, was soll's. Spieltagstatistik, wir schauen einfach mal. Von uns ist niemand drin. Spieler des Tages ist Junior Adamu. Der mit, ich denke mal, heute 5 von seinen 10 Toren. Der hat einfach Gregoritsch nachgemacht. Beste Leben. Und jetzt nochmal zum Ende des Jahres. Das Topspiel gegen Salzburg. Ich bin gehypt. Gregoritsch, ja, ist ein Monster momentan. Aber Verscheren, Schmied, Leiner ist nicht wirklich in Form. Aber kommt rein für Lazaro von Anfang an. Ich werde Elchevi nicht mitnehmen. Ich will Lubicic mitnehmen. Da ich denke, dass Lubicic eventuell gebraucht wird, weil beide nicht wirklich frisch sind, müssen wir halt einfach mal schauen. So, Abel, Onas, Perisic und Schopp, ja, die bleiben erstmal so. Dann gehen wir in die Taktik ausnahmsweise. Und ich werde eine zusätzliche Siegprämie von 13.000 geben, weil das ist einfach das wichtigste Spiel im Jahr. Wenn wir sie absetzen auf 12 Punkte, dann ist das so gut wie durch hier. Mit der Meisterschaft ungelesenen Nachrichten. Wie sieht es eigentlich aus mit unserer Dingsda Bumster Kampagne? Fans da? Nein. Merchandise? Nein. Finanzstatus? Mitgliederkampagne? Wir können pro Saison eine Mitgliederkampagne starten. Wie habe ich da? Wo sind die Fans? Fans hier? Haben wir nicht. Ich habe sogar weniger Fans gekriegt. Beste Leben. Ich habe einfach weniger. Ich habe eine Mitgliederkampagne gemacht und mache einfach weniger Fans. Beste Leben. So, dann gehen wir rein. In das entscheidende Spiel hier. Können wir endlich mal gegen sie gewinnen. Geht raus und spielt ordentlich im Fußball. Ihr seid doch so gut in Form. Bitte. Und nicht wieder so
Ich wollte es gerade sagen, bitte nicht wieder so frühe Gegentore wie jedes Mal gegen Salzburg. Nein, in der 5. Minute Gustier direkt mit dem 1:0 für Salzburg. Es ist einfach lächerlich. Wie wir gegen diese Mannschaft spielen, ist einfach lächerlich. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Sesko mit dem 2:0. Ich weiß nicht, was wir falsch machen. Auf jeden Fall kriegen sie jetzt nochmal die gelb-rote Karte, nachdem er das 2:0 gemacht hat. Vielleicht ist das gut für uns. Aber ich denke, wir können trotzdem nichts dagegen machen. Weil wir einfach gegen Salzburg hören, wir auf Fußball zu spielen. Da spielen sie alle schrecklich. Guckt euch das an. 5, 5, 5, 5. Wir gehen in die Halbzeit mit 0-2 Rückstand. Leiner, Lazaro kommt rein. Perisic, Abe kommt rein. Verschern, Schmid kommt rein. Die Fünfer werden direkt ausgewechselt. Assistent macht das hier. Ich weiß, dass ihr das besser könnt. Jetzt geht er raus und dreht hier irgendwas. Macht hier einfach irgendwas. Kommt ran. Ein Unentschieden wäre mir schon recht. Nein, Luka Cucic kriegt nochmal. Gregoric kriegt eine gelbe Karte. Gregoric macht das 1:2. Jetzt verletzt sich nochmal Pinamonti mit den 2:2. Okay, auf einmal sind wir wieder drin im Game. Jeboa kommt rein jetzt für Gregoric, der gelb vorbelastet ist. Und so, ich muss hier rein, weil ich einen Fehler gemacht habe beim Wechsel. Ich wollte Abe reinpacken, aber habe Unas reingepackt. Deswegen machen wir das jetzt so. Und dann sind wir durch mit unserem Wechsel. Jetzt müssen wir einfach nur hoffen, dass hier noch was Gutes passiert für uns. Dass hier noch was Gutes passiert. Wir haben auf jeden Fall den Ausgleich besorgt. Das ist das Wichtige. Die sind einer weniger. Komm schon. Komm schon. Ja, wenigstens unentschieden. Ich kann mich nicht beschweren. Wenigstens unentschieden. Wir haben wenigstens nicht verloren. So. 5:5 Chancen. Ausgeglichenes Spiel, obwohl wir einer mehr waren. Das ist einfach bitter. So, wir bleiben Erster. Natürlich bleiben wir Erster. Das wäre ja komisch, wenn wir nicht Erster bleiben würden. 9 Punkte Vorsprung. Und nur unentschieden. So. Hartberg spielt 0-0 gegen Tirol. Wolfsberg AC verliert erneut. Sind mittlerweile auf dem 8. gefallen. Läuft hart bei euch. Gegen Grazer AK verlieren die. Erste Sieg für Grazer AK. GG auf jeden Fall. Geht raus. Austria Wien 0-1 gegen Sturm Graz. Ried 2-2 gegen Lask. Und Admira 3-0 gegen Alltag. Und Admira kommt langsam an Red Bull ran. Spieltag-Statistik. Wir schauen, von uns ist wieder mal niemand nominiert. Und Spieler des Tages ist Marco Gaunschek. GG. Kurz vor dem Jahreswechsel. Wir sind das beste Team der Saison, des Jahres 2024. 24 Spiele, 18 Siege, 4 Unentschieden, 2 Niederlage. 54 Tore, 17 Gegentore und 58 Punkte. GG. Die Spieler sind alle da. Niklas Hedl, natürlich unser Ersatzkeeper. Shahin, Muskovic, Reichel, Radulovic, Havel und Wydra sind jetzt alle da und die werde ich auch direkt alle verleihen. Aber vorher, wir haben eine Nachricht verscheren, sein Talent wurde erhöht. Sein Talent wurde einfach erhöht. Es hat 8-Sterne-Talent ist er jetzt und es läuft einfach hart bei ihm. Es läuft einfach hart. Was ist seine Grundstärke? 81er Grundstärke hat er jetzt. Wenn er in Form ist, ist er bei 84 oder so. Lubicic, wie ist es bei dir? Hast Grundstärke von 80. Die beiden sind einfach festgesetzt mit 80. Unglaublich. So. Dann erstmal der neue Keeper, Hedl. Drauf. Jetzt haben wir unsere Reservebank. Wydra, Transferstatus ändern, auf Transferliste zur Laie. Havel, Transferstatus ändern, zur Laie. Brankovic, Transferstatus ändern, Laie. Reichel, auch Laie. Buskovic weiterhin Laie. Shahin. Ja, nicht Spielergespräche, Transferstatus Laie. Elchevi kommt wieder auf die Bank und dann müsste das gewesen sein. Erstmal natürlich Spieler anbieten. Wydra 66er zentraler Mittelfeldspieler, wo kann ich dich am besten einsetzen? Hier bei Wolfsberg AC kann ich dich gut einsetzen. Oder bei Ried. Ja, bei Ried kann ich dich gut einsetzen. So, ab nach Ried. Spieler anbieten. Perfekt. Der erste ist weg. Spieler anbieten. 63er Stürmer. Da muss ich schon ein bisschen vorsichtiger sein. Deutschland, dritte Liga, Kickers Offenbach. Wie sieht es bei euch aus? 60er Stürmer habt ihr vorne im Sturm. Okay, Kickers Offenbach. Spieler anbieten. Geiles Budget sprengt alles. 40% sind interessiert. Okay, der nächste. 65er zentraler Mittelfeldspieler. Alltag. Wie sieht es bei euch aus? Ihr spielt mit Defensiven.
Ich spielt ihr nicht mit zwei Zentralen? Ja, und ihr habt einen davon als 69er. Obwohl, wenn ich euch noch einen neuen zentralen Mittelfeldspieler gebe, könnte das was werden. Ah, die verhandeln gerade mit einem anderen Spieler auf dieser Position, also mit unseren anderen. Dann wollen sie nicht. Niederlande, wie sieht es aus? Groningen. Zentrales Mittelfeld. 70-70. Nee. Gehen wir wieder nach Deutschland, würde ich sagen. Dritte Liga, Cottbus. 65. Und eventuell 65. Ja, komm. Einfach hin. Spieler anbieten. Sprengt aber das Gehaltsgefüge. Machen wir auf 60. Sind interessiert. Gut. Dann der 64er Stürmer. Alltag. Wie sieht's aus? Was habt ihr im Sturm? 70 habt ihr im Sturm. Dann kriegt ihr meinen 64er Stürmer hier. Spieler anbieten. 68er Stürmer. Spieler anbieten. Reed, was habt ihr im Sturm? Wir müssen ja unsere Liga hier ein bisschen konkurrenzfähig halten. Gut, gut, gut. Dann haben wir noch Huskovic. Ah ne, da habe ich schon einen gemacht. Şahin, 71er, zentrales Mittelfeld. Ach, da habe ich Transferstatus noch gar nicht gemacht. Da, Spieler anbieten. Ich kann nicht wahrscheinlich schon in eine bessere Liga spielen. Karlsruhe zum Beispiel. Die spielen um den Aufstieg mit. Wie sieht es aus? ZM, ZM. 1,65er, ja, bei Karlsruhe kannst du mit um den Aufstieg spielen. Das sieht schon mal gut aus. Wenn ihr da alle weg seid, dann habe ich meine Lone Army. Wir können aber auch noch mal gucken, wie das aussieht mit den anderen Spielern. Ja, hier, Wigan ist jetzt gerade erst bei Crystal Palace. Ist er da jetzt gesetzt? Ja, ist nun mal sofort gesetzt. Abstiegskampf, englische erste Liga, ne? Oder? War das englische erste Liga? Bin ich mal gespannt, wie er sich da durchsetzt. Helke, 36 Spiele, 11 Tore. Zirkse, 22 Spiele, 6 Tore. Stanic, 21 Spiele, 8 Tore. Weichselbraum, 15 Spiele. Kronberger, 16 Spiele. Die machen alle ihre Games. Die machen alle ihre Games. Und das wird hier noch mehr. Mehr Spieler werden ausgeliehen. Wir haben 3,3 Millionen Bargeld. Ja, das sagt schon einiges aus, ne? Das sagt schon einiges aus. So. Endlich angekommen am 20. Februar. Ja, ich habe nichts gekauft, weil ich auch kein Geld habe. Ich habe 1,2 Millionen Bargeld. Wir sind so arm wie sonst, wie wir noch nie waren. Wir müssen, unsere Mannschaft war auch unterwegs in Länderspielpause, hat einiges erfahren und gemacht. Deswegen können wir hier ein bisschen rumpushen. Schöpf kann rein für Unas. Habe Perisic. Ja, Habe bleibt drin. Schöpf bleibt drin. Verscheren kommt natürlich rein für Romano Schmid, auch wenn er gut in Form ist. Lubicic, sein Bruder oder Cousin oder sowas, war, durfte ein bisschen spielen. Gregoritsch geht rein für Pinamonti. Ist zwar ein bisschen angeschlagen, aber dann haben wir Geierhofer, der mitkommt, natürlich wieder für Hinteregger und Ullmann, der in der Monsterform ist mit so einer 17er Form. Natürlich habe ich Elchevis Vertrag verlängert, weil er mehr Gehalt wollte. Er hat irgendwie 160.000 verdient und deswegen war er ein bisschen demotiviert. Aber das ist alles noch im Rahmen. Es sieht hier alles sehr, sehr gut aus. Wir haben 841er Stärke, sind ein bisschen stärker als Antwerpen. Geht auch direkt los mit der Europa League. Aber vorher will ich euch natürlich die Ergebnisse von den Freundschaftsspielen zeigen, die ich gemacht habe. Wir haben angefangen gegen Pyramids FC, als wir Trainingslager in Ägypten gemacht haben. Haben wir 7-1, 7-1 und 2-1 gespielt. Dann kam Oberkurzheim und Klagenfurt. Dann haben wir einmal 6-0 und 3-0 gespielt. Und dann kamen die Freundschaftsspiele im nächsten Trainingslager, was glaube ich in Ungarn war. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo wir da waren. Kann ich gleich mal gucken. Da haben wir zweimal gegen Grodno, einmal 3-1 und einmal 1-0 gewonnen und einmal gegen Solikorsk 3-0. Also wir waren voll im Rahmen und wir waren in Weißrussland. Das war das, genau. So, dann gehen wir rein jetzt in das entscheidende erste Spiel der Gruppenphase. Heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen. Wir wollen hier natürlich in Belgien weiterkommen gegen Royal Antwerpen und wollen unser Bestes zeigen. Gegen Genk haben wir zweimal gewonnen, dann können wir gegen Royal Antwerpen auch gewinnen, denke ich. Die ersten 20 Minuten sind gespielt. Gregoric ist nicht wirklich in der Partie, Rebor auch nicht. Müssen wir gleich mal gucken, vielleicht stehen die einfach falsch. Komm, wir machen einmal kurz den Switch von den beiden.
Und vielleicht läuft das dann besser. Hikori aber auf jeden Fall direkt mit dem 1:0 zur Halbzeit. Und da kommt der Halbzeitpfiff, ja. Wichtiger Start. Gregoritsch kriegt eine Pause. Er ist nicht frisch genug, um hier noch was zu reißen. Ich denke schon, dass er was gemacht hätte, aber so haben wir uns das vorgestellt. Wir führen auswärts mit 1:0. Die restlichen Spieler wärmen sich auf. Zwei Spieler kann ich ja noch reinbringen. Jeboa erhöht auf jeden Fall auf 2:0. Das ist schon mal sehr gut. Und Nas wird dann wahrscheinlich jetzt gleich für Schöpf reinkommen. Und jetzt wird er wechseln und dann muss ich halt mal schauen, wie ich das mache. Ne? Wir haben noch einen Geierhofer. Verscheren ist auch einigermaßen im Game, aber Hikori Abe ist nicht mehr richtig im Game. Deswegen kommt Perisic nochmal die Erfahrung rein. Bringt uns da hoffentlich nochmal weiter. So. Dann müssen sie jetzt die letzten 14 Minuten so aushalten. Sieht aber sehr gut aus mit der 2:0-Führung für uns. Aber wir kassieren nochmal das bittere 1:2. Wir kassieren nochmal das bittere 1:2 kurz vor dem Schlusspfiff. Aber wir gewinnen. Wir gewinnen auswärts. Das ist das Wichtigste. Und 5:7 Chancen, ausgeglichenes Spiel. Aber, wir schauen mal. Valencia gewinnt 2:0 gegen Beşiktaş. Zenit 2:1 gegen Frankfurt. Wir gewinnen 2:1 gegen Royal. Lazio 1:0 gegen Pilsen. Sturm Graz spielt 1:1 gegen Leipzig. In Leipzig stark. Arsenal gewinnt 3:0 gegen Spartak. Olympic Lyon spielt unentschieden gegen Utrecht. Und Sporting Braga gewinnt gegen die Schotten auf Midlothian. Oder wie das ausgesprochen wird. GG. Aber. Warum hat El Xavi heute nicht gespielt? Er wurde, wenn Sie das meinen, da antworte ich gar nicht drauf. Auf jeden Fall würde ich die heutige Folge hier beenden. Gregoritsch mit einer neuen Erfahrungsstufe, das ist auch schon mal nice. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Und bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao. Ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass